der nächste Morgen. Raus aus dem Bett. Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Okay, aber dann waren die vor uns cleverer. Oder sie hatten mehr Zeit. Vielleicht geht's nur um Zeit. Morgen, Desmond. Ja, hi. Ich glaube, das mit dem länger drinbleiben bedeutet halt einfach nur, dass wir jetzt drei Attentate machen können. Das sehen wir an den Gedächtnisabschnitten. Das müssen wir hier gleich sehen. Wir sehen, das sind drei Abschnitte hier. Und da waren es eineinhalb und da waren es zwei Abschnitte und das sind drei Abschnitte. Das heißt, wir können drei Attentate vollführen. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. Drei von neun sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Also Akkon, Jerusalem und Damaskus, da waren wir überall schon. Nur halt in anderen Vierteln. Neue DNA-Synchronisation, guck mal, wie gesund wir sind. Und? Neue Fähigkeit gelernt, Kante greifen und losreißen. Fantastisch. Kante greifen ist genau das, was ich vor ein paar Episoden sagte. Wenn wir uns irgendwo fallen lassen von einer Kante, können wir im Sturz eine Kante greifen, damit wir nicht komplett herunterfallen. Und das Losreißen ist auch das, was mir gefehlt hat. Sehr cool, das können wir jetzt trainieren. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Selbstverständlich mag ich das. So. So, losreißen. Der wird mich jetzt, wenn ein Gegner nach ihm greift, um den Kampf, um den Griff auszuweichen und den Gegner zu treten. Okay. Aha!
Also jedes Mal, wenn einer zugreift, kann ich ihm jetzt einfach die Hand wegschlagen und ihn dann gleich wegboxen. Das ist sehr, sehr cool. Genau das brauchen wir. Bam! Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Das ist perfekt. Griffbrecher ist sehr hilfreich. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja, du verstehst. Und das finde ich doch gut, dass du verstehst. Okay, wir haben endlich den Griffbrecher erlernt. Und das ist eine sehr schöne Sache. Oh! Das ist mir außerordentlich neu. Weil wir in Damaskus, Akkon, Jerusalem... Okay, jetzt muss ich mal dazu sagen, das ist die Special Edition von Assassin's Creed. Und vielleicht haben die selber gemerkt, okay, es scheint nur diese drei Städte zu geben. Weiß ich jetzt nicht mehr zu 100%. Scheint so zu sein. Und das Königreich bietet uns nichts Neues. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Das ist vielleicht wirklich Teil der Special Edition. Die hatte ich jetzt extra nochmal gekauft auf GOG, weil ich habe nur die Original-DVD von 2008. Die hätte ich wahrscheinlich nicht gefunden in meinem Keller. Aber das finde ich cool. Ich wusste nicht, dass es dieses Feature gibt. Also sogar gleich ins Büro? Na dann aber, gerne doch ins Büro. Sie haben tatsächlich das Repetitive rausgeschnitten. Ich bin beeindruckt. Das kürzt unser Abenteuer natürlich extrem ab. Die befreiten Partisanen um Verfolger auf. Hallo! Konnte der mich leiden? Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die anderen über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suksarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von ihr. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Ich bin mir nicht so sicher, ob der uns leiden kann oder nicht. Weil er hat uns schon ziemlich gedisst, ne? Kann man jetzt eigentlich nicht anders sagen. Okay, jetzt müssen wir natürlich relativ weit erstmal weggehen, nämlich hier in dieses andere Viertel, in das Nobelviertel, weil wir waren nur im armen Viertel. Hier sind ja schon die ganzen Türme aufgedeckt und sowas. Wir müssen aber hier in das Nobelviertel. So, hinterlassen mal das arme Armenviertel hinter uns. Und dann, was war das denn? Wir können mal kurz die Kante greifen machen. So, ich kann jetzt hier loslassen und greifen. So, und wenn ich das oben von einer Kante aus mache, kann ich im Sturz eine Kante greifen und lustigerweise breche ich mir dabei weder die Finger noch die Arme und man nimmt absolut gar keinen Schaden, egal wie tief man fällt. Solange wie man in der Luft eine Kante greift, ist alles in Ordnung. Das ist wie in anderen Spielen, wo man in einem halben Meter Wasser landet und das ist genug, um nicht einen Schadenspunkt zu nehmen. Das reicht bisweilen aus. Komm schon hoch da, Alter. Ach, meine Fresse. Alter, ihr, was ist denn das hier? Was machst du denn? Warum kann denn der da nicht hochklettern? Und da auch nicht. Das ist nämlich das Gleiche. Ja, auch gut. Ja, schert euch davon. Ich bin ja schon dabei, mich zu scheren. Jetzt geh schon runter da, Mann. So. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Wo kann ich denn hoch? Kann ich hier hochklettern? Aus dem Weg. Ich habe einen Auftrag. Das ist so. Okay, hier können wir hochklettern. Das sieht alles sehr grob aus. Und dann können wir hier noch einmal den Turm... Alter, ihr. Hoch da. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt.
wo man sich denkt, okay, ich kann das einschätzen, die Entfernung. Ich weiß, dass das in Armreichweite ist. Jetzt greift doch einfach zu und klettert da hoch, Mensch. Wo ist denn das große Problem? Also wir werden auch in Zukunft merken, dass diese Aussichtstürme in den verschiedenen Vierteln auch unterschiedlich aussehen. Und teilweise auch weniger Punkte haben, wo man sich festhalten kann und dadurch schwieriger sind beim Aufstieg. Die letzten Aufstiege im Spiel sind tatsächlich recht anspruchsvoll. Also, ich meine anspruchsvoll in dem Sinne, dass man halt zusehen muss, dass man irgendwo, was wollte ich sagen? Anspruchsvoll in dem Sinne, dass man Probleme hat, den einzigen Weg zu finden, den es gibt, um irgendwo hochzuklettern. Da ist dann halt die Fassade ziemlich glatt und immer so, dass man gerade eben nicht rankommt, wo man ran müsste. Und da muss man halt den richtigen Weg finden. Es ist ja nie spielerisch anspruchsvoll oder sowas. Es ist mehr wie ein Suchspiel, wenn man so will. Den hatte ich eben nicht gesehen. Warte, hier ist noch jemand, sonst würde er das Schwert wegpacken. Das ist immer interessant. Ich war schon wieder anonym, aber da war noch jemand, weil er das Schwert nicht weggepackt hat. Ah, mies, der Konter. Ich konnte mich noch in keiner realistischen Situation wegreißen. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Wer hat gesehen, was hier geschah? Wer hat gesehen, was hier geschah? Ich nicht. Ich hab gar nichts gesehen. Die Kamera ist immer so erpicht darauf, mir zu zeigen, wer da gekommen ist, um mir irgendwann zu helfen, obwohl ich es nicht brauche, dass ich echt immer Probleme habe, wegzurennen, wenn es nötig wird. Hier müssen wir hoch. Oder war? Was war das? Kannst du das nochmal wiederholen, weil das konnte ich eben nicht verstehen. Das war auch kein Deutsch. Definitiv nicht. Der will mich schon wieder hauen da. Warum haut der mich immer? Ich habe eben Synchronisation verloren, weil ich den gehauen habe. Was ich nicht darf, streng genommen. Aber verdammt nochmal. Das ist schlecht. Das nervt mich. Ich nehme das hin, Synchronisation zu verlieren. Wenn wir die Synchronisation einfach mal so ansehen wie Gesundheit, dann habe ich mir halt eben die Hand verletzt, als ich ihm eine reingehauen habe. Ich glaube, das ist ein vernünftiger Tausch. Ich glaube, das nehmen wir hin. Das ist etwas, damit kann ich ruhig einschlafen, wenn ich sage, okay, der hat seine Lektion verdient, der tut mir halt die Hand weh. Was soll's. Okay, Alter, ihr jetzt nicht aus der Matrix rausspringen, ja? Schön vorsichtig. Okay. Oh, was ist denn da? Was ist denn das für ein Symbol auf der Karte? Geh weg! Geh weg! Ja, Hilfe, Hilfe, geh weg! So. Da ist jetzt irgendjemand. Ist das ein Attentatsziel? Das sieht nämlich aus wie eine versteckte Klinge. Was ist denn das? Was ist denn das hier für eine Aufgabe? Altair, mein Freund und Bruder, es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Ja, Attentatsaufgabe, aber auf Zeit. Gott verdammt! Habe ich doch vor ein paar Episoden erst drüber geredet. Was soll denn der Quatsch? So, oh, hier ist gleich jemand. Der muss da oben sein. Okay, wir müssen erstmal hochklettern. Also ich glaube, das sind keine schwierigen Aufgaben oder knapp oder irgendwie sowas. Oh nein, der ist da drin. Nein, der ist da drin. Scheiße, Mann. Runter, runter, runter! Ich drücke Kreis, Oh Gott. Wie soll ich denn da... Ah, jetzt haut mich hier wieder so einer. Wie komme ich denn hier rein? Das ist irgendwie so ein komisches... Hier ist auch jemand, oder ist es der gleiche? Ich habe keine Ahnung. So, und... Bam! So,
Informantenziel erledigt. Okay. Oh, komm schon. Oh, guck mal, die Zeit ist angehalten. Nein, ach, fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen, weil ich entdeckt wurde. Ja, am Arsch. Ich würde mal sagen, du kannst deinen Auftrag selbst erfüllen. Kannst du mal vergessen, Junge. Das mache ich nicht. Ich mache keine Zeitaufträge, in denen ich nicht entdeckt werden darf. Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Haha! Haha! Ah, großartig. Ich bin unbesiegbar. Oh yeah! Unbesiegbar. Fantastisch. Ich bin Alter Ihr, der Schlechter von allen. Der wollte mich gerade schon wieder greifen da. Hast du denn nichts gelernt, Yoga? Hast du nicht eben gesehen, wie ich deinen Griff geblockt habe? Ungläubiger. Ich bin noch nicht ungläubig. Also ich meine, was weiß ich, ob Alter Ihr ungläubig ist. Ich habe das einfach so gesagt. Meine Fresse. So. Die halten aber ganz schön viel aus. Vielleicht ist es auch das, was Al-Mualim meinte mit, die Wachen sind jetzt misstrauischer. Klar, sie sind misstrauischer, aber sie sind, Mann, die Kamera. Sie sind aber meiner Meinung nach auch sehr viel stärker. Dass sie einfach besser kämpfen. Oh Gott. Ich glaube, es gibt später noch einen Ausweichmove, den wir machen können, wenn unser Block durchbrochen wurde. Weil, wenn unser Block durchbrochen wurde, dann kann ich ja nicht mehr angreifen und bin schutzlos ausgeliefert. Dann könnte man aber stattdessen einfach ausweichen. Praktisch einen Ausfallschritt machen, um dem kommenden Angriff auszuweichen. Ich glaube, das ist dafür. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass das eine weitere Mission ist, die wir nicht machen werden. Diese Attentatsziele. Weil ihr habt schon gesehen, schon die erste hat mir keine Freude bereitet. Also, warum sollte ich es nochmal versuchen? Warum sollte ich eine optionale Mission, die mir beim ersten Mal schon keinen Spaß gemacht hat, erneut probieren? Da gibt es keinen Grund für. Ja, außer ich bin halt wirklich ein Komplettisator. Aber, das war ich nur in ganz, ganz wenigen Spielen. Und, dann auch nur, wenn es nicht wirklich ein Anspruch ist, es zu komplettisieren. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn es so ein Spiel ist, wo eigentlich keiner irgendwie komplettisieren würde, weil es albern ist, weil es nicht anspruchsvoll ist oder sowas. Einfach nur, weil das ein Spiel ist, was ich gerne spiele. Und dann bleibe ich halt dabei. Und wenn dann irgendwas zu tun ist, dann freue ich mich darüber. Aber... Nee. Das lasse ich aus. Komm schon hoch da, Alter Ihr. Okay, er hat nochmal was für einen Fuß gebraucht. Da hätte er sich auch so hochziehen können. Ich verstehe das immer nicht. Warum er manchmal nochmal irgendwo drauf treten muss und manchmal nicht. So. Guck mal, wie glatt dieser Turm ist. Was für glatte Wände. Soll mir keiner erzählen, in Damaskus vor 1000 Jahren gab es so glatte Wände. Da hätte man doch wahrscheinlich jedes Haus erklimmen können, ganz egal, ob da Verzierungen dran sind oder nicht. Würde ich einfach mal behaupten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist, mit der Fingerkraft, die er hat, sich nicht auch in den Fugen festzuhalten von den Steinen. Ich weiß ja nicht. Und jetzt Sprung nach außen. Oh, eiskalt. Das kann er wirklich nur an ganz bestimmten Stellen, eben an diesen Aussichtstürmen. Aber wenn er es macht, dann sieht es cool aus. Haben wir nur vor ein paar Episoden gesehen, in diesem kleinen Vordach. Da ging es leider nicht. So, Alter Ihr, wir haben immer noch keine neue Mission gefunden. Aber dann müssen wir halt einfach nur weitere Aussichtspunkte aufdecken.